Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days. Good eye. Lass mich ein bisschen mehr Elan. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days. Good eye. Na, geh doch. So, das Wildbret ist fertig. Aber ich, ja doch, ich kann es nehmen. Geil. So, was haben wir uns denn überlegt, Jasmin? Erzähl mal von unseren glorreichen Plänen, die wir uns in unserer Abwesenheit gemacht haben. Ja. So, es wird ja jetzt langsam hell, ne? Wir haben ja jetzt schon 10 vor 2. Bis wann sind die schnell? Bis 4, ne? Ich glaube. Oh, ja. Besuch? Wo jetzt? Da unten. Ach, da schon wieder. Hast du gesehen, wie der sich geflippt hat? Sie hat sich voll die Eier festgehalten. Warum will er auf mich? So. Ja, da tut weh am After, ne? Jo, fall mal runter, Dicky. Guck mal, wie er heult, die alte Muschi. So, der Dicke Memme ist schon alleine runtergefallen. Kommt bestimmt nochmal wieder. Das hat er überlebt? Das gibt's nicht. Ja. Hat die auch noch da ist der Digge. Hihi. Au. Da, Jasmin, du bist der AFK. Nein, ich hab gegessen. Schubst den Dicken runter. Ja, wenn du immer daneben dazwischen fummelst, ey. Ja. Oha, jetzt wäre ich fast ins Loch gefallen, ey. Ja, hier geht's nicht tief runter. Der war noch nicht tot, der hat noch Augen aufgehabt. Der Dicke? Nee, der andere. Hier geht's voll ab, ey. Von hier sieht das mit den Büschen aus, als wären da überall kleine Kreuze. Ein heiliger Ort. Du hast ihn angelockt, oh. Schön. Die hab ich aber sauer gemacht jetzt. Ja, die ist ein bisschen pisst, ne? Was ist denn da passiert? Hä? Kommt die nicht? Doch. Komm doch, komm doch. Bitch fight, Alter. Ich zieh hier den. Du ziehst den Kürzeren da. Mein Gott, du warst eh hässlich. Ich konnte noch schnell meinen Pfeil retten. Soll ich dich mal schubsen? Green Arrow. Nee, bitte nicht. Manche sind einfach zu weit weg. Den habe ich. So ein bisschen wie Moorhuhn schießen, ne? Ach, Jasmin. Wollen wir nicht langsam los? Weil aktuell sieht es doch echt gut für uns aus, hein? Wenn wir da rüber gehen zu Dance Until You Die Studios. Dance. Jasmin? Jasmin? Jasmin! Die ist bestimmt pullern.
Ist. Oh Gott. Ah, das brennt aber lange. Du bist nass. Suche dir einen trockenen Unterschlupf. Der Hund. Was ist denn, Digga? Jasmin, du bist wieder da. Wo bist du denn? Ja, wollen wir langsam los? Wo bist du denn? Andere Seite vom Turm. Hier, hallo. Die sind voll mies schnell. Ja, aber wir sind schneller. Hä, habe ich gar keine Mütze auf? Ach. Geil, ich habe das Licht nicht an. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das so dunkel ist. Oh, und ich hab die immer nicht gesehen, die Zombies. Gehst du bitte nicht so schnell, ne? Hast du den Rucksack da in der Ecke gesehen? Nee, du? Jetzt schon. Geh mal weg. Geh du doch. Kann mich hier nicht durchbuddeln. Geh du doch. Ach, du dickes Ding. Nein! Toll gemacht. Ey, das ist nicht... Toll gemacht, Jasmin. Das ist nicht sein Ernst, Alter. Was willst du hier heute noch verkacken, Alter? Jasmin. Da haut er den Rucksack kaputt. Da war bestimmt der Tiegel drin. Oder irgendwas Gutes, Schmelztiegel, was er braucht. Oder können wir machen. Oder der Bohrer-Dingsbums da. Nasenbohrer. Ja, für dich. Du brauchst nicht immer deine Finger nehmen. Ich nehme immer meine Zehen. Achso, ich dachte, da wäre was hinter. Er ist schon wieder weg, oder was? Klappert denn hier so? Wieso machst du denn die Tür zu? Warte, geh mal zur Seite, bitte. Timing. Oh. Und was Geiles drin? Nicht so wirklich. Ich bin 7 überladen jetzt. Oh. Wo lang jetzt? Gekommen sind wir von den. Ja, da. Er haut einfach ab, weil. Jetzt weißt du, wo die herkommen. Ich musste einmal die Lage checken, ja. Oh, noch einen Punkt gekriegt, geil. So, und jetzt? Achso. Sind nee, die hier? Die haben sich hier reingepügelt. Den Fahrstuhl gehe ich nicht runter. Ah. Was denn? Hier bin ich. Wo denn? Hallo? Wo willst du jetzt hin? Ja, die Leiter musst du nur runter. Oh, hier kommt irgendwo was. Draußen. Meinst du? Da. Oh, wow. Voll. Jo, ja, leichte Orientierungsschwierigkeiten hier. Warte mal, unser... Wo sind wir jetzt überhaupt hin? Hier geradeaus. Wo? Oh. Da. Achso. Oh, mein Auge juckt. Einen Moment. Oh. Ja, alles cool. Wo bist du denn jetzt noch da? Okay, wird eh gleich hell draußen. Ja, ja. Oh, er will zu dir. Der will dir bestimmt einen Kredit andrehen. Lass dich da auch ein nicht einlassen. Joe. Das ist eine Falle. Er haut einfach ab. Er labert und rennt weg. Das und kannst jetzt? Du so aber nicht sagen. Mein Fahrrad ist hier nicht. Das habe ich in meinem... So, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir jetzt losfahren oder was wollt ihr jetzt machen? Ich würde sagen, dass wir noch einmal in diesen komischen Laden da drüben reingehen. Welchen? Nee. Vergiss es. Ich bin voll. Ich sterbe wieder. Nein.
Vergiss es. Guck dir die Psycho-Alte an hier. Das war doch ein Kükenspiel. Na siehste. Du hast eindeutig alles unter Kontrolle. Ich fahr nach Hause. Komm, Jasmin, einmal darüber. Mann, nein, ich bin 7 voll. Ich kann eh nichts mehr mit einpacken, richtig. Da kann man doch nächstes Mal nochmal hin, oder was? Das gibt's nächstes Mal nicht mehr. Ja, genau, nächstes Mal hat sich das hier gelöscht. 0. Alles ist 0. Du hast doch gesagt, hier ist irgendwo eine Bücherei, oder nicht? Ja, genau. Wo soll die sein? Ja, da gegenüber diese zwei Geschäfte. Das könnte eine Bücherei sein. Könnte, wenn ich das schon höre, ey. Ich guck mal. Ey, wenn diese Misthunde kommen, ne? Bin ich gleich wieder tot. Shamway Foods und Poppenpilz ist das. Daneben ist noch Pete's Pub. Mensch, was will die Alte hier von mir? Toilets to go? Halt einen Sappel und leg dich schlafen. Mein Gott. Working Stiff Tools. Das heißt? Also wir haben hier noch Essensläden, Poppenpilz und Working Stiff Tools, also Werkzeuge und so. Eine Möglichkeit für einen Erdbohrer. Ja, dann. Hier ist ein Bücherladen. Da, wo der hinterherläuft. Ja, ja. Ich muss jetzt mal gucken, was ich hier alles habe, was ich vielleicht nicht brauche. Oh, was ist das? Militär? Ist das okay, wenn ich zwei Leute mitbringe? Ich habe schon wieder Hunger, ey. Okay, sie sind da. Ja, ich sehe schon. Wo ist jetzt der Bücherladen? Einfach die Straße runter. Kommst du mit? Ja. Ich muss nur mein Fahrrad holen, ich kann es nicht mehr einstecken. Oh, Jasmin. Also wirklich, die sind ja aufdringlich. Das hier. War ein Home Run. Mhm. Oh, draußen verbrennt schon wieder einer. So, soll ich Krach machen, damit wir reinkommen? Warum gehen wir nicht durch die Tür da hinten? Welche? Die? Ah ne, das ist genauso. Ja, komm her, Otto. Tut weh mit den Zecken, ne? Ja, brauchst mir keinen Hau, man schlägt keine Frauen. Dafür kriegst du jetzt richtig. Hier, du Kleiner. Kriegst die Tür nicht zu. Was mir irgendwie kommen wir da rein? Das sind 10.000 HP. Oh. Ja, weiß ich nicht. Ist hier vielleicht irgendwo eine... Au! Achtung, Springer! Bestimmt von der Rückseite. Ach Mensch, warum bin ich denn hier schon wieder in dem Kriechmodus? Ja. Von der Rückseite kommen wir rein. Wie? Ah, da, die Tür. Ja, wir klopfen mal einfach mal an. Hallo? Ja, du bist schlau, ey. Stellst dich ja mitten im Weg. Das jammert doch nicht so viel, Jasmin. Ja, ich bin an dir nicht vorbeigekommen eben, um dir zu helfen. Wo ist das Wildbret? Dafür hat er mir eine geknallt, also ich glaub's nicht. Das ist ja frech. Wie kann der zurückschlagen? Ja, wie macht er das? Okay, hier leuchtet's grün auf jeden Fall. Was ist das? Officer! Oh, das war knapp. Wo bist du jetzt? Ach da. Ja,
Ich sehe ja, du hast alles unter Kontrolle. Oh. Du auch, ne? Ja. Den alten Harry, den krieg ich doch locker fertig hier. Hier ist ein Rezept. Von? Mais. Mais-Samen. Tagebuch des Jägers. In den Rucksäcken hier vorne ist jeweils ein Rezept drin. Also ein Bauplan und sowas. Ich nehme hier immer die falsche Taste. Taste. Habe ich schon. Mal das gleiche. Sehr langweilig. Der ist schon hochgegangen. Hier schlafen die Employees hinterm Tresen. Der Bücherladen war jetzt nicht so der Bringer, ne? Hier geht's noch weiter. Oh. Hier hinten. Ja. Kommst du oder? Ja, ich habe den Kühlschrank noch schnell abgebaut. Ah, da. Gut, raus aus dem Bücherladen und rein in... Was ist das hier? Oh, cool, das ist hier so ein Dings hier, wo Auktionen immer sind. Oh, das war daneben. What? Ich will Zielwasser saufen hier. So, was verbirgt sich hinter der ersten Tür? Hier ist eine Kiste versteckt. Oh, hier ist auch Koffer. Baseballhelm. Hoppenpilz. Ah, ich habe hier ein Glas Honig. Bist du noch infiziert? Ich war noch gar nicht infiziert. Oh, schön. Ist ja noch... Das freut mich für dich. Voll, ich bin voll geladen. Hier wären noch Pflastersteine, wenn du willst. Warte mal. Wo bist denn du? Hier. Hier, einmal eine Lampe. Also Scheinwerfer. Eisen. Hast du Kohle? Ja. Dann ist hier nochmal Messing. Ja. Was hattest du denn noch alles? Hast du eine Batterie? Batterien kannst du nicht stacken. Wie stacken? Kannst du nicht übereinander packen. Kannst nur einzeln. Ach so. Ach, Plastik. Hier hattest du. Ja. Gut, dann war's das erstmal. Oh, geil. Was denn? Crack-a-Book-Kiste. Ja, hatte ich auch gerade. Mit einer... Oh, Bauplan M60 Maschinengewehr. Ich habe hier eine Tasche und ich kann es nicht nehmen. Werde ich bauen. Okay, war nischt. Hm. Kann man den Koffer hier nicht nehmen? Nee, anscheinend nicht, ne? Nee. Okay. Koffer geht nicht. Da war ich schon. Na komm mal her, Schätzchen.
Ja. Wo sind seine Beine? Er ist im Boden versunken. Er schämt sich im Grund und Boden. Hä? Oh, hüpf. Oh, noch eine Etage. Alter, bleib mal geschmeidig hier. Kleiner Scheißer. So. Jetzt den Kapuzentypen. Schlag den Kapuzentypen. Raschen hier langsam. Pappkarton. Unberührt. 49 Leben. Geil. Ah, hier sind die... hier wäre noch Pflasterstein für dich. Ja, ich hab hier überall. Jetzt hab ich schon wieder hier Lappen, Eisen und dieses... Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Oh, aber die Lampe kann ich mitnehmen. Die können wir gebrauchen. Schöner Nachtgedanke. Oder wenn du in der Wanne liegst. Hier ist eine Hose. Hast du eine Hose? Ja, du hast eine Hose. Will. Was war das denn? Was war das? Was hat hier so geknallt, Junge? Was ist hier explodiert? Alter, ich bin richtig kaputt. Was war das denn? Keine Ahnung. Ja. Ich muss mich mal heilen. Ja, das musst du wohl tun. Fisch. Was war denn das? Hier ist voll was explodiert, ne? War hier was? Hast du hier drinne vorhin? Nee. Hast du ein Fass irgendwie kaputt geschossen? Nee. Ich bin nur hier und dann bin ich hier reingegangen. Ob hier irgendwas war? Weiß ich nicht. Weil ich habe ja auch voll den Schaden mitgenommen. Vielleicht war hier so eine Mine. Weiß ich nicht, ich habe nichts gesehen. Ich habe auch nichts angefasst. Ich bin hier nur reingegangen. Ja, ja, wenn da eine Mine war, bist du da raufgetreten und die ist hochgegangen vielleicht. Du musst auf die Kiste treffen. Alter. Nimm doch das Aloe Vera. Ich habe keinen Platz. Damit kannst du dich heilen mit A. Anklicken, A ich drücken. Mensch, ich habe einen Verband hier. Ich bin schon längst wieder heile. Und außerdem habe ich Tabletten. Ist ja gut, du Grießkram, du miese Peter. Oh, ich habe doch eben gesagt, ich heile mich mal. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit du Lowlife bist. Ich kann das. Ich spiele schon eine Weile das Spiel. Wenn du hier gegen... Ich esse keine Glasscherben. Nee, aber dafür trittst du gegen Sprengminen. Warte. Die habe ich nicht gesehen. Ja. Warte. Auf was denn? So. Ah, die habe ich ja gar nicht gesehen. Du spielst ja schon eine Weile. Ja, egal. Du auch und isst trotzdem Glasscherben. Nein, tue ich nicht. Ne? Oh cool, was ist das denn? Wo bist du denn? Was ist das denn? Keine Ahnung. Also es hat mir zu viel HP, aber ich kriege glaube ich auch nur Eisen davon. Nee, das lohnt nicht abzubauen. Nee, wo bist du?
Wo willst du jetzt hin? Runter oder was? Ich würde erstmal aufs Dach gehen. Ne, wir kommen gar nicht. Wir kommen hier nicht aufs Dach, ne? Die Leiter ist da drüben. Müssen wir doch durchs Haus wahrscheinlich. Ja, hinter dir, hinter dir. Ist aber nicht sehr nett hier. Schon wieder von hinten, ne? Guck mal. Wo kommen die denn immer alle hier? Die Treppe hoch, glaube ich. Ja. Oh, der hat einen Pfeil von uns. Den haben wir schon mal gesehen. Wo gehst du jetzt hin? Ich hau den einen. Okay. Kommst du hier die Leiter runter? Achso, ich dachte, wir wollen hoch. Nee, da kommen wir nicht hoch. Wir müssen hier runter und dann rüber. Hast du rumgeguckt? Ja, hier ist so ein Weg nach drüben. Lass uns auf drei gleichzeitig laufen. Ich weiß nicht, wie stabil das ist. Eins, zwei, drei. Ja. Sehr schön. Du bist nicht gelaufen, wa? Ja, wie soll ich denn laufen, wenn du vor mir bist? Du solltest mir doch hinterherlaufen. Ja, wenn du aber nicht schnell genug bist, bringt mir das nix. Mein Gott. Nur mal so. Ja, wenn ich gegen dich gegenlaufe, mein was soll ich Gott. Denn da machen? Hä? Kannst du dich hochbauen? Hast du Holz? Mhm. Warte. Komm mal hier an die Kante. Hast du einen Slot frei für Rahmenform? Ich bin so gut wie voll. Ich bin schon mega langsam. Warte, 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 warte. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Das sollte reichen. Hinter dir. Okay. Ich werf die Rahmenform runter. Ja, wer hüpft da über Stock und Stein? Bin ich schon da? Das kann doch nur Jasmin sein. Ja. Du bist wieder bei uns auf dem Dach. Du bist die Leiter hoch, wer doch gelacht. Jasmin hat Rahmenform, bau schnell Rahmenform, kommt auf das Dach. Ich sammle Knochen ein, Zombies sind mit mir zusammen. Weg mit dem Lappen. Kaffeeautomaten brauchst gar nicht reingucken, wa? Ist immer nur Kaffee drin. Hier wäre jetzt der Kochtopf. Brauchen wir nicht. Wir haben so viele. Maismehl. Kann ich dir deine Rahmenform wiedergeben? Ja. Wegen Platz. Da. Oh, ich habe selber gar keinen Platz mehr. Warte mal, du hast das Säure, ne? Das doch. Du hast doch Säure, ne? Warte. Ja. Hier. Okay, hier kämen wir aufs Dach. Wo bist du denn hin? Achso, wolltest du erst runter? Nee, lass ihn erstmal hoch. Du, 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 du. Du, 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 du.
So, ich könnte über diese vertrauenserweckende Holzbrücke gehen oder ich gehe hier rüber. Und? Ja, genau. Ja, genau. Komm gleich wieder. Oh, schon wieder so eine Mine, Alter. Ja, hier liegen Töpfe rum. Oh, den habe ich ja gar nicht. Alter, scheiße. Jo, gleich bin ich tot. Schönen Dank. Ich komme hoch. Nee, brauchst du nicht. Bin tot. So, das war das letzte Mal, dass ich auf Patrick höre. Ey, wieso ist es tagsüber? Ja, ich wollte trotzdem nach Hause, weil ich voll bin. La 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 la. Keine Ausdauer. Kommst du denn jetzt deine Sachen holen? Muss ich ja, ne? Und da flog der Rabe schwarz. Wo ist jetzt mein Schlagstock, der blaue? Ja. Ja, im Bein halten die echt viel aus, ne? Jetzt halt doch mal Stille da. Der hält ja mega viel aus, der grüne Soldat. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist ja... Du hast auch keine? Ach, komm mal her, mein Guter. Ja, du bist ein Feini, ne? Du bist ein Feini. Du musst gestreichelt werden. Okay, die kloppt da hinten. Ja, wäre praktisch, wenn du auch ein Motorrad hättest. Wenn du herkommst, ne? Ich bin schon auf dem Weg. Zeitzünder. Zeitzünder oder Dietriche. Oh.
müsste ich doch in der Lage sein, mit meinen mentalen Fähigkeiten Pfeile zu bauen. Oh, da drüben ist noch ein Shotgun, Messias. Okay, da müssen wir wohl durchgucken. So, was kann ich dir denn noch abnehmen? Das? Du hast sogar einen Bewegungssensor gefunden. Ja, eben gerade. Hast du gar nicht erwähnt. Nö. Ich habe ein gebrochenes Bein. Wann ist das denn passiert? Ach, Jasmin, wenn du wüsstest, was ich hier für ein Leiden erleiden muss. Mhm. Ja, da hast du schon richtig gut ge... Wow! Hey, 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 Freunde! Ist doch in Ordnung, wir können doch über alles reden. Ich teile die Sachen. Oh, danke. Du hast ja einen gekillt. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig, ja. Du bist ja... Recht. Leer, 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 leer. Mann, jetzt leg dich schlafen, Dicker, ey. Naja, solange wie ich auf dich warte, um dir deine Sachen wiederzugeben. Vergnüge ich mich hier mal an der Kiste. Weiß gar nicht, wo sie hin war. Komme ich denn da jetzt nochmal hoch, ey? Du bist schon hier? Ja. Wenn du vorne an die Straße gehst, werfe ich dir wieder Rahmenwürfel runter. Ja, hier. Bin da. Okay, warte, ich muss einmal zur Straße. Bin ich ganz so schnell, mein Bein ist gebrochen. Oder mein Arm oder so und ich bin überladen und alles. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Ach da! Armenformen. Das ging ja richtig schnell, dass du wieder hier warst. So. Bitteschön. Danke. Jetzt musst du gucken, dass hier keiner kommt. Oh, ich mach ihn gerade weg. Mann. Der dich gesehen hat. Doof hier, ey.
Je, der hat dich schon mal nicht gesehen, Jasmin. Ich kann ja versuchen, ihn zu erschießen und gucken, ob er das mitkriegt. Brauchst du noch welche? Nee. Du kannst. Du musst hier vorne die Leiter hoch. Die rote. Wieso hast du jetzt mein Holz und so weggenommen? Damit wir Platz haben. Ja, ich mach da aber meine Pfeile und so mit heil. Ich kann dir dein Holz wiedergeben. Ja, Holz, Steine und das Gras. Das Gras habe ich mir nämlich wieder zusammengesucht, weil du mir das letzte Mal schon weggenommen hast. Ups. Ja. Was machst du mit dem Gras? Das brauchte ich mal für irgendwas und deswegen habe ich das da drinne gelassen. Warte, hier hast du auf jeden Fall schon mal Holz und... Ja, hier hast du deine Holzform wieder gleich. Und Stein. Hier. Alles durcheinander gebracht jetzt hier. Sie redet wieder im Schlaf. Hm? Sie redet schon wieder im Schlaf. Oh. Ja, jetzt habe ich halt die anderen Waffen mit und das nimmt jetzt übelst viel Platz weg, ey. Ja, von mir aus können wir auf diese Kiste hier pfeifen und fahren nach Hause. Mal gucken, wo ich, was ich jetzt hier nicht so oft brauche. Was hat die denn? 3,8. Warte mal, wo ist denn... Was? Hier kommt schon wieder der kleine Hunger durch. Wildbret. Immer wenn der kleine Hunger kommt. Gib mir Jasmin! Hau ja richtig auf die Tasten! Oh, Dietriche, das ist ja praktisch. So, die nehme ich und der Rest, den kannst du dir mal nehmen. Drückst R. Ich will ja nicht alles nehmen. Nee, aber dann stackt ja schon mal das, was du hast. Hä, nein, dann nimmt er alles mit. Hm. Ja. Kannst mir auch rüberziehen, ist doch eigentlich das gleiche dann. Pumpgun 5. So, den Rest brauche ich nicht. Wie ich denn jetzt schon wieder? Für die XP. Kein Platz. Ja, ich habe keinen Platz mehr, ich bin voll. Jo. Ja, wollen wir denn? Ja, bitte. Lass uns mal was ausprobieren hier in deinem Rahmenform, die du gebaut hast. Ich bin 12. Überladen. Können wir hier zu zweit drauf stehen? Das geht nicht, das haben wir letztes Mal schon versucht. Wenn du... Ich... Nee. Nein, du musst nur zwischen mir. Zwischen mir und dem... Vergiss es. Geht das? Kommst du hier rauf? Perfekt. Wenn du mich jetzt runterschiebst, ja, ey. Alles gut, ich mach langsam. Vertrau mir. Nee, ich vertrau dir absolut nicht. Breche ich mir hier noch was, ey? Wunderbar. Hat doch 1A geklappt, oder nicht? Naja. Kommt selten vor, ey. So. So, ciao, Kakao, ey. Ich hau ab. Ja. Es gibt nichts, was uns hält. Au revoir. Hier müssen wir doch lang, ne? So richtig. Ja. Oh, meine... Warum rutscht denn?
Pepper Woods. Oh. Der Wolf interessiert sich gar nicht für mich. Ach, sei froh, ey. Der denkt sich so, boah, du bist kein Gegner. Ich hab dich spielen sehen, du bist kacke. Du bist die Mühe nicht wert. So, einmal nach Hause düsen. Sind wir hier richtig? Ja. Nee, wir fahren in die falsche Richtung. Wir müssen einmal hier lang. Und dann die nächste links. Was hast du da gesehen? Ein Böhr? Hm. Ein Bruno-Böhr? Oder ein Knut-Böhr? War das ein Eisbär oder war das ein brauner Bär? Brauner. Hm, Bruno. Wieso fährst du so beknackt? Hast du einen gesoffen oder was? Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Alter, du machst mein Fahrrad kaputt. Oh, jetzt wird's warm. Unneblig. Dir ist kalt. Suche Kleidung, finde einen Unterschlupf, zünde eine Fackel an oder mache ein Lagerfeuer. So, meine Wenigkeit hat immer noch Hunger. Ja, ich habe jetzt auch schon wieder Hunger gekriegt hier. Oh. Ach, hier hinten sind wir. Ja, ja, stimmt. Ja, da war ja was. Hm, das ist schon so ein bisschen Strecke, ne, die da vor uns liegt. Ja. Ist ja ganz was Neues. Du hängst hinterher? Voll verschwommen, wenn ich so rangehe. So ist okay. Verschwommen. Hallo, Jasmin. Toll. Ich wurde von einer Kühlbox aufgehalten. So, hier hast du jetzt nicht irgendwo gebuddelt. Weiß ich nicht, lass dich überraschen. Es wird wirklich eine Überraschung. Hä? Wo ist denn unsere Putze? Ah, da, ich sehe es. Danke für die Hilfe, Jasmin. Du bist schneller? Das ist ja frech. Ich habe eine Abkürzung genommen. Das hat ja nichts zu sagen bei dir. Das war eine längere Abkürzung. Mann! Wieso schlägst du dein Fahrrad? Das geht kaputt. Oh, weil ich manchmal so blöd bin hier. Für die Sachen. So, erstmal hau ich mir jetzt was zu puddern in den Plautz. Ich sollte hier weg und dann war's das hier heute. Ja. Du Zutaten speisen. Ja. So. Oh. Geht so. Du bist wieder 100 Jahre in der Kiste. Ja, und? Du trödelst auch bei manchen Sachen. Das halte ich für ein Gerücht. Nenn mir 134 Sachen. So. Alles hinten hin.
Ach, hier ist gar nichts drin. Blei hätten wir noch. Den Bewegungssensor könnte man auch irgendwo dann anbringen, ne? Ich weiß nicht, wofür der genau gut ist. Also was der macht genau. Warte, hab ich den jetzt reingepackt? Da. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie... benutzt, um elektrische Ereignisse auszulösen, wenn Bewegung detektiert wird. Ja. Okay, so gleich. Vielleicht. Nächstes Mal. So, was habe ich jetzt noch? Das Ofen. Das Ofen. Das und Ofen. Der Bäcker hat gerufen. Wer will frisches Öl haben, der muss nur den Patrick fragen. 5 Liter Öl im Kanister. Hör bitte auf zu singen. Warum? Warum nicht? Macht dich das traurig, weil du dann merkst, dass ich die bessere Gesangsstimme von uns beiden habe? Oh mein Gott, gar keinen Fall. So, jetzt noch das Fahrrad. So, die Batterie nach oben. I want to loot my bicycle. Oh. Ich drücke das und das. Und jetzt kann ich das aufnehmen. Es ist alles voll. Robotikteile, geil! Voll oft schon gehabt. Was? Was? Wie sehen die aus? So.
Habe das Gefühl, dass du Sachen in Kisten packst, wenn du nicht weißt, wohin damit, die noch nicht beschriftet sind. Ja, weil alles voll ist. Okay. Ja, die anderen Kisten sind ja alle voll. Kochtopf. Händler, Schrot für Linden, Drosselmott. Irgendwie sind ja alle Kisten. Ich weiß nicht, wo manches reinkommt. Ja, alles gut. Ich muss die mal mehr beschriften. Dass wir auch mehr sortieren. Boah, wir haben so viele Batterien, ne? Vielleicht korrekt beschriften, damit man die Teile leichter wiederfindet. Die Palme ist aber rot groß geworden hier. Automatischer Geschützturm, den könnten wir doch auch. Hast da. Du schon so einen Tiegel gemacht? Nee, ah, siehste. Dafür brauche ich ein. Boah! Alter! Hm? 100 geschmiedetes Eisen. Für was? Für den Tiegel. Haben wir doch, oder nicht? Ja, ja. Aber ich finde es trotzdem heftig. So, 20 mechanische Teile, die finden wir tatsächlich nicht so gut wie elektrische. Ja, hier sind denn das die blauen? Die blauen, ja. Dann brauchen wir kleiner Stein 1200. Ins Bett, ich muss aber bald wieder aufstehen, ey. 900 Lehm. Ich mach das jetzt einfach mal so. Und 20 Öl. Öl. Engine. Ja.
Und das Ganze muss ich an der Werkbank machen. Ich habe hier oben auch eine. So, ich mische einen Schmelzdiesel herstellen, bitte. Dauert 3,5 Minuten. Mhm. Richtig. Geil. Können wir nächstes Mal das Auto fertig machen? Ja. Den können wir auch vernünftig looten, wenn die Karre fertig ist. Ja, ich hole mich ins Bett. Ja, alles gut. Um 6 klingelt mein Wecker auch. Tierfett ist bei Zutaten, Speisen, ja. So, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von für heute. Ist ja schon wieder über eine Stunde. Von für heute? Wir verabschieden uns erstmal von für heute. Ich habe auch eben noch in unseren Kisten ein paar interessante Sachen gesehen. Wir müssen hier mal wirklich System reinbringen. Wenn wir das Auto haben, holen wir auch Sand und einen Erdbohrer-Bauplan. Ja. Und die Geschütztürme, die müssen hier irgendwie noch im Blutmond. Das kriegen wir schon hin. Aber hier vorne hinstellen oder da drüben hinstellen? Ja, das sehen wir denn. Sehen wir denn. Winter haben schon wieder Sachen drin, ey. Ich hab da was reingepackt. Aha. Ja, weil ich nicht wusste, wohin damit. Ja, ja, alles gut. Hab ich wieder reingepackt. Alles klar. Jo. So, wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein, wir würden uns freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Bitchfight. Okay. Wir wollen es nicht übertreiben. Was sollten wir gucken bei E? Was? Ach so. Was kann man da gucken? Achso, das Spielstadium. 106 bin ich und du 112. Cool, bei mir steht, ich bin 72 und du 104. Hä? Bei mir steht, ich habe 2131 Gegner gekillt, bei dir stehen 984. Ja, genau, das ist richtig, das ist bei mir auch. Und bei welches Spielstadium habe ich bei dir? 112. Und ich habe 106. Warum? Okay. Warum? Je nachdem, wie höher das Spielstadium ist, desto schlimmer werden die Zombies beim Blutmond. Aber warum sind wir unterschiedlich? Wegen Level, ja? Ja, ich denke mal die Erfahrungspunkte. So, ich würde ja gerne... die Geschütztürme. Wir haben ja zwei Geschütztürme, die würde ich gerne platzieren, aber so, dass wir hinkommen, um die nachzufüllen. Dafür warst du schon 4-mal mehr tot als ich. Und ein Spielerkills habe ich ein. Das heißt was? Du hast mich umgebracht? Wüsste ich jetzt nicht. Du Schwein! Vertraut habe ich dir. Und Ping, was heißt Ping? Entschuldigung, das ist die Internetverbindung. Also? Hör auf zu lachen, woher soll ich das wissen? Alles gut, ich habe ja nicht wirklich gelacht. Ich habe ja nur so ein bisschen gekichert. Mach deinen Spielerkill 2, ey. Jasmin, wir sind auch Friends. Wir müssen auch zusammenhalten. Wir sind keine Freunde mehr. Ich komme wegen meiner fetten Plauze die Leiter nicht runter. Oh, Schießpulver braucht man. Oh Gott. Ne? Schießpulver haben wir nicht. Jetzt hält mein Bruch ein bisschen länger. So, dann mache ich mir mal eine. Ich brauche Kohle. Oh, ne, das reicht noch nicht. Genius. Oh, Jasmin, ich bin gerade zu 200% dumm. Jetzt aber. Ich habe mir eine Rahmenform platziert, um hier hochzukommen. Jedes Mal, wenn ich gesprungen bin, habe ich E gedrückt und die weggenommen. Ja, du bist ja lustig. Ja. Richtiger Witzbold. Ja. Aber so eine richtige Lachnummer, wa? Ja.
Das sowieso. Ich überlege gerade, wir haben ja 2 Schrotflinten-Geschütztürme, ne? Und ich hätte die gerne oben mit an dem Turm. Aber ich weiß nicht, ob die von uns aus einen zu weiten Weg haben zum Schießen. Dann kämen wir aber gut dran, um die nachzufüllen und zu reparieren. Mhm. Ich hätte die aber lieber schon drüben, um auf Nummer sicher zu gehen, dass die auch so weit schießen. Da bin ich mir nicht so sicher. Hast du Schnupfen, Alter? Nee, wieso? Hörst du dich so an? Echt? Als wenn du ein Schnupfen kriegst. Ja, so ein bisschen. Schnüppli? Ja, Schnüppli. Hey, das ist mein Wort. Nein, Jasmin, ich will nicht schon wieder sterben. Ja, und ich will das auch nicht. Wann hab ich das gebaut? So. Wenn wir aber denn. Wo ist denn überhaupt die Wüste? Die Wüste, die ist von uns aus gesehen. Ganz im, also ein bisschen rechts im, boah, wie erkläre ich dir das? Auf Höhe des Krankenhauses und dann Richtung Süden. Aha. Dann kommen wir zur Wüste. Hm. Kann ich schon ein Auto bauen? Mechaniker. Achso, nee, 4 von 5. Ich habe echt Schiss, dass irgendwann unsere Bude zusammenbricht mit den ganzen Essenssachen, ey. Ich kann ja schon Autotruck auch bauen. Oh, Jasmin. Achso, fällt mir gerade ein. Ist mir schon 10-mal eingefallen. Habe ich schon ein paar Mal wieder gelesen. Robert hat gesagt, wir können, oder ich, Doppeltaschenmods herstellen. Uns damit vollknallen und dann sind wir nie wieder überladen. Ich weiß, das habe ich dir auch schon gesagt. Wo er das geschrieben hat. Ja. Gut, aber gehen wir ein Problem nach dem nächsten an. Ah, oh, ist der Damage-Lee? Diese Taschenmod? Ja, hab ich doch schon eine. Hab ich schon eine? Ja, aber wenn du noch mehr nimmst. Ich bin gerade am überlegen, wie groß muss der Abstand sein, damit die da nicht rüberspringen können, wenn wir das hier verbinden. Hey. Oder wir verbinden das gar nicht und ziehen das hier nur weiter raus. Nicht gehabt. Voll gut. Warte mal, das wäre ja. Aber jetzt hast du keine. Ich habe eine drin auf jeden Fall. Ah, toll. Mhm. Blöd, Mann. Was? Warum? Weil du mir das nicht gesagt hast. Ach so, ja. Ja. Solltest du mal dran denken, mir zuzuhören, ne, wenn ich das denke. Warum? Da hast du wohl gedacht, dass wenn wir denken. Nee, du hast gedacht, dass ich gedacht hätte, wir würden denken. Nee. Nee, lass es lieber. Irgendwer hat gedacht. Ich frage mich, wenn wir das außerhalb von diesen Stangen hinstellen, kann der da durchschießen oder schießt er uns quasi die Stangen kaputt? Und wäre der hier sicher? War da? Ein vorn, ein hinten? Und auf die Mauer werden die nicht fallen. Jasmin? Nein. Ihr habt mir hier eingebaut. Ja, und? Jasmin, kannst du mir mal ein Behelfsgerüst holen oder eine Bockleiter? Ich komme hier nicht runter. Ich kann gerade nicht. Oh, das ist gut. Komme ich von hier da oben hin? Oh. Ja, wunderschön. Aber ich kann nur eine Tasche nehmen. Kann nicht 2 Taschen nehmen. Brauchst du einen anderen Brustpanzer? Keine Ahnung. Ich will aber den behalten.
Meinst du, man kann hier so eine Mechanik bauen? Wir haben ja jetzt hier so einen Trichter noch, dass von oben quasi immer so Stacheln runterfahren und hochfahren? Hm. Oder wie so ein Stampfer, der dann die Zombies zermatscht, die da durchgehen? Mhm. Vielleicht. Gibt es hier Kolbenmechanismus? Das muss ich googeln. Ob es hier so eine Art Kolbenmechanismus gibt. Das wäre ja der Shit. Ich brauche erstmal mein Verschönerungshämmerchen. Vorsicht, junge Dame. Hm. So, das war's auch schon von mir. Oh. Aber besser. So, dann war da noch. Brauchen wir Pflasterstein. Oh, Jasmin, ich habe so einen Kohldampf durch. Ich könnte halbe Schwein auf Kloß fressen. Ich meine, denk vegan. Ich könnte eine halbe Karotte auf Toast essen. Milchbrötchen. Da kann ich nur zwei rauf machen. So, wer hat jetzt mitgezählt, wie viele Dings brauche ich? Wie viele Pflastersteine? Ach, ich brauche Lehm auch noch. Oh, Jasmin, ich brauche Lehm. Für Pflasterstein. Damit die Kiesel schön zusammenhalten. Das ist schön von der Menge. Der Panzer ist am besten hier. Der, den du jetzt hast. Ja. Oh, jetzt dauert die Herstellung der Pflastersteine so lange. Warte mal, ich kann doch die Leiter auf. Da. Oh, Leiter quadratisch. Gerüstleiter. Wir nehmen hier die schlichte. So. Wow. Da brauche ich aber ein bisschen mehr. Wir müssen mal gucken, ob wir hier nachher oben vielleicht nochmal einen rausziehen, wo wir vernünftig lang gehen können. Oder wir nehmen den dafür. Machen da noch ein schickes Geländer rum. Dubois? Hm? Wie war denn jetzt eigentlich unsere Situation mit Plumbum? Haben wir genug Plumbum? Was? Plumbum. Was meinst du mit Plumbum? Na, Plumbum. Was ist das? Die chemische Bezeichnung für Blei. Aus dem Periodensystem. Mhm. Haben wir denn noch genug Plumbum? Stimmt.
Jasmin, das hättest du sehen müssen. Wie ein junger Gott bin ich um diese Säule gehüpft. So, weil wenn wir das nach hier verbinden und die springen hier rüber, kommen die ja vielleicht irgendwo hier rein. Da so. Ich habe auch noch eine Idee, die hauen doch mal die Treppe kaputt, ne? Mhm. Jetzt haben wir die ja zementiert. Wenn die das wieder weghauen, dann kloppen wir unten die Treppe weg und versetzen die mal einen Block. Dass die vielleicht erst so auf die Höhe der Plattform gehen. Also nur das untere Podest um einen Block nach außen ziehen und eine Lücke von einem Block lassen. Da in der Ecke. Mhm. Dann könnte es sein, dass die da vielleicht nicht mehr das Gefühl haben, die können sich durchsprügeln, weißt du? Mhm. So hoffe ich. Mhm. So, nee, ich wollte ja hoch. Ah, nee, gar nicht. Ich wollte ja hier hin. So. Eigentlich braucht man hier keine Leiter. Wir können ja immer darüber hüpfen. Bam, 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 bam. Aber erstmal, ne, Jasmin? Erstmal. Erst einmal. Muss ich mich richtig rüsten. So. Aber die Geschütztürme, wenn wir die direkt hier, das ist auch doof, ne? Hier offen lassen? Kopiere Pflasterstein. Ist trotzdem Holz. So. Ich weiß nicht, ob wir die genau hier vorne platzieren sollen, die Geschütztürme, oder ob wir da lieber noch einen wegbleiben, damit die nicht kaputt hauen können, weißt du? Weil die können ja manchmal durch die Stangen so durchschlagen. Mhm. Da einen Block Abstand, aber dann ist das doof hier mit der Leiter, außer wir packen den hier hin und vielleicht einen hier vorne. Wird nicht gehen wegen dem Geländer, was ich hier machen will. So, wo finden wir das denn? Was waren das? Stangen? Dengel? Nee, Stäbe. Mantel, ne? Mantel haben wir noch nicht. Stäbe. Ein Mantel? Ich habe einen Mantel. So. Und das Ganze nochmal im Winkel. Warum ist denn jetzt hier Witter? Gewitter? Ja. Ist da Gewitter? Hey, Gewitter. Reicht das von der Höhe? So ein Zweierkäfig? Dann können die Geier hier nämlich auch nicht rein. Ah, ey. Dreifach-Tuning. Dreidimensional. Ah, jetzt geht das nicht, weil die Blöcke theoretisch nach innen sind. Blöcke. Wird aber bei den Ecken so bleiben, ne?
Ja, das macht es jetzt nicht auch leicht, Jasmin. Warte, ich muss hier ingenieurstechnisch erstmal nachdenken, was ich schon tue. Denk mal nach. Vielleicht könnte das. So könnte es gehen, ne? Ja, Wunderbärchen. Das ist so. Oh, schicki. So, dann muss ich aber immer wieder aufwerten. Ich glaube, da kommt gleich einer. Ich habe keine Steine. Wo denn? Hat sich so angehört eben. Ja, bei dir geht gerade eine Familie vorbei. Vorbei? Ja. Wie bei mir. Ein Sommerspaziergang. Nee, da hinten. Habe ich einen Bogen? Ist dir mal aufgefallen? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist mir beim Videoschneiden aufgefallen. Wie geil mein Bogen jetzt mittlerweile aussieht. Boah, der sieht so geil aus. Das war nix. Schleichschadensbonus. Ups. Der ist halt schwieriger einzuschätzen, weil der nicht so weit die Pfeile droppt. Oh. Ah, kurz vor seinem Kopf. In deine Mauer. Kommst du ihnen entgegen? Ich? Ja. Ich stehe hier. Achso, nee, hier ist ja ein Zombie. Ich dachte gerade, das wärst du. Ihr seht euch so ähnlich. Ich glaube, ich höre noch wen. Ich auch. Jodl, ja, hihu. Nimm mal einen Bogen. Ja. Sieht richtig geil aus. Der hat sogar so ein mechanisches Gelenk. Ja. Meine Punkte. Geteilte, haha. Was? Ich teile gar nichts, außer mein Tripper. Was? Warum regnet das eigentlich die ganze Zeit? Das hört gar nicht auf zu regnen, ist ne? So schön für unseren Garten oben. Hast du mal geguckt, ob man das schon ernten kann? Nee. Ich war auch noch gar nicht wieder oben. So. Oh. Jetzt bloß nicht runterfallen. Oh Gott, bis wen? Oh, da kriege ich ja wie Höhenangst, ey. So. Wunderbar. Oh. Jetzt noch einmal alles schön in Holz machen. Und dann nochmal schön im Pflasterstein. Ja. Yeah. Was ich jetzt natürlich nicht sicher bin, ist, reicht das Stromkabel von da unten bis hier hoch? Oh, da kommen noch einige. Schwierig, ne? Wir haben ja so eine Verteiler da. Wenn wir die einen hier hinter der Wand setzen, dann einen darüber. Und den einen hier drunter einbauen vielleicht? Ja? Da ist einer reingekommen. Wo? Da hinten drüber. Aber er kam über die Mauer? Hm. Aber das verstehe ich nicht. Wir machen das, was Menschen am besten können. Grenzen ziehen. Aha.
Das muss doch respektiert werden. Damit wäre auch die letzte Rahmenform aufgebraucht, Jasmin. Ja. Wieso eigentlich? Achso, ja, ich habe eine Reihe tiefer noch gesetzt. Kannst sagen, ich war doch eben noch eine ganze Reihe höher. Bestimmt alles unnötig, was ich hier tue. Wahrscheinlich. Und es bricht bestimmt auch irgendwann alles zusammen, wenn die stärker werden. Bestimmt, wenn wir das Richtige gelevelt hätten, hätten wir die immer noch mit einem Knüppel verprügelt. Naja. Ja, mach mal Fupsch. Fupsch, Rahmform. Ist halt so, ne? Ja, ja. Jeder fängt mal klein an. Außer ich. Ich kam gleich mit 2,90 Meter auf die Welt. Ja. Natürliche Geburt. Der Traum einer jeden werdenden Mutter. Ah, Kinder, die dürfen bei der Geburt nicht weniger als 12 Kilo wiegen. Die Frau soll ja auch merken, dass sie was erreicht hat, ne? Mhm. Sonst ist sie noch ganz enttäuscht, dass die so wenig von der Geburt mitgekriegt hat. Pass mal auf, ey. Das ist ja voll 12. Alter, da bist du ja unten zerledert, bist du da. Wenn du so weitermachst, bist du oben leicht zerledert. Ich mach mir lieber mal ein paar Pflastersteine, damit ich was zu schmeißen hab, wenn du mich verprügeln kommst. Mhm. Aber meinst du nicht, das wäre schön für eine Frau? Ganz toll. Ich meine, nach der Entbindung kommt irgendwann das typische Eheleben, ne? Der Alltag. So, und wenn du dann deine ehefraulichen Pflichten danach kommst, dann merkst du zumindest nichts mehr. Machst dich ganz schön unbeliebt gerade, du. Jo. Ich weiß. Ein Träumchen. Na gut. Ich will ja den morgigen Tag auch noch spielen. bin ich lieber mal ruhig jetzt. Besser wär's, ja. Hier war doch eben noch einer. Ach, das hüpft da rum. Erinnert mich an irgendwen. Dieses Rumgespringe. Wenn. Ich. Kann ich mir hier mal eben so eine. Ah. Nur nach außen. Okay, das geht nicht. Das geht ja nicht. Wie meinen das? So ein Dreierkäfig? Ja, das weiß ich auch nicht. Na komm mal her, Schätzelein. Fragen über Fragen. Noch Fragen? Nein, gut. Schlaf schön. Hätte ich die Stangen anders gemacht, quer, hätte ich so ein Eckstück nehmen können für oben quasi so und dann hier so rüber. Aber so würde das jetzt ja doof aussehen, ne? Und dann muss ich ja alles oben wieder wegkloppen. Ja. Aua, mein Knie. Der müsste. Wieso kann ich die nach. Weil der Block nach außen geht. Aber hier ist das doch auch egal. Da pluppt er rüber. Da pluppt er rüber. Da pluppt er rüber. Ja, ich habe ja meine Mission noch gar nicht erfüllt, ey. Du, Jasmin, wie mache ich denn jetzt hier ein Dach drauf? Ich weiß nicht.
Ich wollte ja eigentlich so ein Stangendach haben, ne? Mit dem Würfel nach oben vorzugsweise. Hier sind aber viele Steine. So würde es gehen, aber sicherlich nur, weil der auf dem imaginären Würfel... Ja. Oh. Nochmal Dietrich hier. Da ist ein Kaputtelplupf. Wie die heißen. Was? Ich hab nochmal Dietrich gefunden, oder wie die heißen. Das ist ja gut. Damit können wir Kisten öffnen, wenn du sie nicht immer zerschroten würdest. Hä, wieso? Da ist aber nicht zerlegen, ne? Ich heiße nicht Patrick, der hier alles zerlegt. Ich mach das ja auch nur aus Notsituationen heraus. Naja, das Falsche immer. Ja, weil ich lootgeil bin. Kann ich den denn da oben drauf... Ah, verdammt. Oh! Ist ja schon neuer wieder. Das geht auch nicht. Wieso geht denn das alles nicht? So gefällt mir das. Zweimal geschossen, ein Bäm und ein Hirn weg. Nice. Hast du zwei Zombies erschossen? Na sicher, und beide gleich. Richtig geil. Mache ich jetzt mit dem auch nochmal? Und wenn er nicht gestorben ist, dann fummelt er noch heute hier Stangen aufs Dach. Wer hätte jetzt gedacht, dass ich hier... Alter, Jasmin, du alte Maschine, du. Ah, ich sag ja, ich bin geil da drin. Ja, kannst bei Transporter 5 mitspielen. Das heißt, ich müsste noch einen nach innen setzen. Geht noch ja einer fragen. Na, dann ist ja gut. Das geht ja gar nicht, Jasmin. Wenn ich hier Stangen vorsetze, bin ich wieder einen Block drinne und ich weiß nicht, wie hoch die Geschütztürme sind. Jasmin, wie attraktiv findest du weinende Männer? Ach, moin! Sage mal, dich habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mich? Wirklich. Da hinten eine Frau schlang. Wer schlägt eine Frau? Na hier, der... So ein Schwein. So, warte mal, wenn wir den... Den könnte ich auch nach innen... Wieso kann ich die nach innen... Ach so, wegen der Seite. Das will ich denn aber auch nicht. Nein? Nö. Jetzt bin ich bockig. Das hat das Spiel sich mit mir versaut. Ich muss jetzt anders bauen, als ich wollte. Hör. Hier ist ja noch nichts neu nachge... Überschuss kann man ja wegpacken. Oh. So, und dann gehen wir gleich mal ins Auto bei. Ich bin mal gespannt, ob wir das schon hinkriegen oder ob uns da wieder 120.000 Bauteile fehlen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber erst wird der Todesstreifen hier gebaut. Geil. Oh, puh. Warm. Bin ich ja ganz schön in Schwitzen gekommen hier. Tja. Wunderbar. Jasmin, das ist wunderbar. Mhm. Ah, verdammt, da war es. Aha. So. Ich sehe hier nichts. So, einmal nur Crane.
So. Mit Ohr. Ich habe eine Lösung gefunden, Jasmin. Mhm. Möge dich diese Lösung glücklich stimmen. Mhm. Und all dein Hass und Leid über mich vergessen lassen. Das wird schwer. Ich habe doch vorhin gesagt, du hast gut gegrillt. Ist das denn nix? Nein. Ich meine, das Essen war zumindest heiß. Ach mal. Morgen selber kochen, ey. Ah, bist du sicher? Nachher muss ich ständig kochen, weil es schmeckt. Das ist ja nicht schlimm. Krieg ich eine Sache weniger los. Hab ich eine Sache los. Außerdem habe ich erst gekocht. Was denn? Schinkenröllchen. Das warst ja nicht du. Ich hab geholfen. Mhm. Ist ja trotzdem was anderes. Guck mal hier oben. Hm, hoffentlich hält das auch alles, ey. Irgendwie diese Kreuzgitter haben was. Die sollten wir überall machen. Ah, nee, dann bleiben die hier wieder frei. Nee, da hab ich kaputt. Das ist nicht symmetrisch. Symmetrisch. Jasmin! Ja. Aber hilf mir doch mal, ich komme wegen meinem dicken Schwengel die Leiter nicht runter. Irgendwas hängt da bei mir in der Mitte des Körpers. Mhm. Das kann sogar Bauch sein. So. Ich hab's geschafft, ich muss nur vorwärts runtergehen. Also wenn das... Jetzt ist es dunkel. Wenn es wieder hell ist, dann mache ich auf jeden Fall erstmal meine... Aufgabe hier und dann fahre ich noch mal einmal ein bisschen Kohle sammeln. Müsste das auch noch ein höher. Wir brauchen auch Sand. Wir müssen betonieren. Ja, und Kohle. Wir haben zwar noch 1000 Sand, aber das ist ja nix. Wenn ich das Auto gemacht habe, dann holen wir Sand im großen Stil. Mhm. Und einen Erdbohrer-Bauplan. So, jetzt nehmen wir einmal hier Meister Knippix. Den behalten wir noch. Meister Knippix und ich brauche mal. Ach, hier ist einmal junge Dame. Automatischer Schrotflinten geschützt. Dürm. Achso, wir haben ja oben die Munition, ne? Hä? Nein. Schrotflintenmunition. Das weiß ich nicht, wo ja, die ist. Ja, ja, bei Schrotz ist die drinne. Ah, das wusste ich nicht. Ich dachte, wir haben keine mehr. So. Das Gute ist auf jeden Fall für die Kabelverlegung, habe ich. Wo sollen denn die Nägel überhaupt hin? Ins Holz. Ah, hab schon. In dein Kopf. Jasmin, bitte. Danke. Oh, kannst ja sogar sehen, wie weit er. Oh, die kannst du sogar schräg stellen. Oh, hätte ich das gewusst. Oh, das gewusst. Dann hätten wir die hier bei uns da. Oh, da hätte ich so einen kleinen Käfig vorgebaut, wo die drin stehen. Wo ich dich reinstecken kann dann. Oh, hätte ich das doch nur eher gewusst, Jasmin. Hätte, hätte, Fahrradkette, ey. Sehe ich jetzt aber schlecht. Letztendlich können wir hier noch einen dritten, wenn wir... Können wir die bauen? Der heißt automatischer Schrotflintengeschützturm. Automatischer Schrotflinten. Jo, können wir ja. Wir können auch Maschinenpistolengeschützturm machen. Ja. Der da denn schießen würde mit. Können wir auch so einen Selbstauslöser, also ein. Ich glaube, die schießen alleine. Ja, das, was Carmen und Lars hatten. Wie heißt das? Ich glaube, das sind die. Hm?
Glauben Patrick es nicht wissen. Und bei deinem Glauben verlässt sich ja gar keiner mehr drauf. Bitte, das ist Blasphemie, Gotteslästerung. Kann genau. Ich den Ich mit glaube, dem? Ich zerlege das mal. Ich glaube, ich lass mal das hier. Und alles das, was du zerlegt hast und dagelassen hast, war wichtig. Ja. Ja, so, also von daher. Sowas kann auch dem Besten passieren, ja. Beispiel ich, ist mir ja passiert, tatsächlich. Dem Besten. Jeder hinterm Monitor fängt gerade das Kotzen an, so. Du ein Spacko. Ja, du. So, was brauche ich? Maiskolben, Fett, Kartoffel, Lamm. Lamm, ich will was ausprobieren. Lamm. Neuen Diätplan? Ja. Mais. Kartoffel. Fett, ne? Habe ich noch irgendwas gesagt? Oh. Nö, das war's. Jetzt wollen wir mal schauen, weil ich habe ja das Rezept hier gelernt. Ich kann es nicht verbinden. Warum? Warum kann ich das jetzt trotzdem nicht kochen? Brauchen die keinen Strom? Achso, Lamm. Hä? Ich habe doch hier 4 Dosen. Ach nee, das ist Rind. Oh. Ich bin ja blöd. Was ist das hier? Scheiße, wir haben gar kein Lamm. Ja, das ist natürlich jetzt richtig kacke. Da können sogar 3 Stacks pro Ding rein. Doch, da, 2. Oh, ich brauche aber 4. Ach, das? Scheiße. Verdammt! Das ist ja blöd. Ja, das hat nicht funktioniert. Das ist ja eher... Oh, nee, ich kann's kochen. Sogar 2-mal. Aber der hat ja hier wie so eine Art Stromfluss, ne? Kann das sein, dass die gar keinen Strom brauchen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was du gerade von mir willst. Da steht 15 Watt. Munition. Mach uns gerade mal was Neues zu essen. Schinkenröhrchen. Dafür brauchen wir dann auch immer... Schinken. Dose Erbsen und Lamm. Erbsen und Lamm? Mhm. Oh, was machst du denn? Müsste ich gleich nochmal gucken, wie das heißt. Wie kriegen wir denn den Strom darüber? Darf ich schon mal? Ich brauche einmal nur Kartoffeln mit Speck. Geil. Würde der da in der Ecke ausreichen? Wo haben wir denn diese Dinger überhaupt? Nö. Ist das nicht so ein Ding? Was für ein Ding suchst du denn? Rede mit mir. Nö. Okay. Dann lass es. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Lass mich in Ruhe. Nein. Mir doch egal. Lass mich in Ruhe. Ich will erstmal gucken, ob ich das Relais angeklemmt kriege an den Geschützturm. Mir schlecht schon wieder jetzt von dem ganzen Gegesse hier. Dann lass es doch. Shepherd's Pie oder wie das heißt, keine Ahnung. Also ein Kuchen. Mit Lammfleisch und Erbsen. Nee, das ist kein Kuchen. Das, Ach so, du meinst Peace. Ja. Keine Ahnung. Nahrung 104, Gesundheit 52, maximale Ausdauerbonus 40. Aha. Jetzt habe ich nämlich das Buch gelernt. So. Für jeden ein. Sieht das auch gleich ein bisschen ordentlicher aus? Ich hätte ja, glaube ich, da unten
die Fressalien und so reingemacht, falls das hier doch mal einstürzen sollte. Was denn? Ich bin hier nicht bei Hau dem Maulwurf. Du hast mich hier runtergetreten. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nee. Was denn? Ich hätte, glaube ich, die Kisten, die wichtig sind, unten hingepackt da. Falls das hier doch mal einstürzt. Ja, ursprünglich wollte ich das ja mal komplett zumachen, tatsächlich. Ja, aber ist doch, wenn, stell mal vor, die reißen irgendwann die Wand hier oder Mauer. Dann fällt alles runter. Nein. Naja, genau. Nein, Jasmin. Für eine Stange hier, was ist das denn? Die tun sowas nicht. Das ist ein Kabel. In deinem Schlafsack. Ja. Die ist wohl immer unter Strom, wa? Ja. Das stimuliert mich im Schlaf. Na denn? Ungemütlich hier. So. Oh, da war ja noch was. Hm? Wo bist du denn? Im Keller. Erdgeschoss. Warte mal, dann mach ich nochmal Blästerstein. 200. Kannst du mal aufhören, mich als dein Fußabtreter zu missbrauchen? Das war lustig. So. Mach ich hier noch zu? Und dann gucken wir mal wegen dem Auto, was ich da an Teile brauche. Welche Kiste ist abgeschlossen? Die hier vorne gleich. Wenn du die Treppe... Oh. Ach so, die am Eingang direkt. Ja, ich wollte nur gucken, was da drin ist. Der Scheiß, den wir dem Händler verkaufen wollen. Ja. Ja. Ach so, bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein, wir können die ganzen Steinäxte und sowas verscherbeln. Klein machen. Wie kommst du denn da drauf? Ja, ist mir gerade wieder eingefallen. Aber warum? So. Ich hab den Keller jetzt gleich hier fertig mit Pflasterstein. Was oben alles abbauen. Was abbauen? Achso, da. Ja. Gemüse, ne? Also die Steinaxt und so kann alles weg, oder was? Witzig. Ja, die können wir zerlegen. Also, dass wir nur noch die Metallwerkzeuge behalten. Also auch kein Steinvorschlaghammer. Oh, das weiß ich gar nicht, ob ich das möchte. Also Steinaxt zerlegen. Ja. Die brauchen wir nicht und die können wir jederzeit herstellen. So. Ich glaube, ich brauche jetzt keinen Hämmerchen mehr. Die mit dem Mods kannst du nicht, die musst du erstmal. Die Mods runternehmen. Hä? Habe ich gerade was weggeschmissen? Nee. So, wunderbar. Wunderbärchen. Ach, verdammt. Hätte ich doch bei der Gelegenheit gleich mal hier unseren Draschentisch aufwerten können. Steht ein bisschen weit am Rand, ne? So.
echt nicht perfekt. Boah, wunderbar. Achso, ja, wie sieht denn jetzt eigentlich unsere Plum-Bum-Situation aus? Was? Plum-Bum. War das nochmal? Blei. Weiß ich nicht. Ah, cool. Mach ich sie darauf? Mager. Quark. Quark. Das war's. Genau das wollte ich sagen. Hat sie nicht auch irgendwas mit diesem Bogen geschrieben? Diesen primitiver Bogen? Hab ich doch gar nicht mehr. Ja klar, hier sind noch zwei im Dings drin. Ja, die... Ja, aber keine in meinem Inventar. So, ich habe jetzt die aus dem Dings hier gelöscht. Ja, ist auch richtig. Ist in Ordnung. Bin jetzt gerade Brain AFK. Ah ja. Ja, Blei sieht bei uns generell nicht so schön aus. Oben bei Heavy Metal irgendwie noch was drin? 134 Blei. Und müssten wir bei Gelegenheit auch abbauen. Hm. Und Messing brauchen wir wieder. Hm. Da. Hm. So, wir haben hier noch 4 Motoren. Davon werde ich auch noch welche verbrauchen für den Generator. Hm. Und dann werde ich noch welche brauchen fürs Auto. Hier können noch 3 rein. Woran sehe ich denn, wie viel da jetzt drin ist? Maximale Ausgabe 150. Was denn? Hör mir auf, 21 Watt haben wir gerade mal am Verbrauch. Das ist gut. So. Da vielleicht noch eine Tür rein. Ach, das ist aber ein bisschen hässlich hier mit dem Kabel, ne? Draußen. Doch drin nicht wunderschön. Ja, drin hat das so ein bisschen Altbau-Flair, ne? Aber gut, wenn du das weghaben willst, einmal runterbauen. Dann müssen wir 2, 3 breit. Damit wir in eine. Dann hier rüber. Auch 3 breit. Und dann da rein in eine Hood. Aber dann nicht hier vorne, sondern hier hinten so. Bin echt doof. Dann könnte man das noch wegmachen. Aber dafür haben wir ja immer noch Zeit. Wir brauchen ja immer noch Baumaterialien. Ja. Jasmin, ja, wir ja, sind bei ja. 52 Minuten. Okay. Wollen wir denn auf Wiedersehen sagen und gucken uns dann mal das Auto in der nächsten Folge an? Auf Wiedersehen. Oh Gott. Ja. Wie geht dieses Abschlusslied vom, nicht dieses Hallo, Hallo? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade. Wie geht's weiter? Schokolade. Wie geht's weiter? Ach, keine Ahnung, das ist schon ewig her. Och, Jasmin. Oh, Patrick. Sie dreht sich nicht mal um den Blick, würdigt mir keines Blickes. Ich hab grad Wichtigeres zu tun. Was? Wichtiger als meine Feelings? Ja. Nimm das. Und jetzt in den... Lass mal das. So. Dann sehen wir uns morgen wieder. Wir gucken uns das Auto an. Fahren dann gegebenenfalls, wenn es schon machbar ist, in die Wüste. Können wir Jasmin mal zeigen, hier wo die Pharaonen leben. Und da siehst du übrigens richtige Mumien, ne? Mumien und Pharaonen. Aber die Pharaonikas, die zeige ich dir dann morgen.
So, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Lasst gerne ein Like da. Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, mach's gut. Ciao.